Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder von der wunderschönen Holzer-Map hier im LS19. Ja, wir wollen heute das angefangene Gras einfahren. Und apropos einfahren, die Einfahrt hier ist sehr, sehr schwer. Aber kriegen wir doch alles hin. Ja, ihr seht, es bricht so langsam, aber sicher die Nacht herein. Heißt, wir sollten uns beeilen. So. Das funktioniert soweit schon mal. Und dann machen wir da mal einen Anhänger voll und bringen das zu den Kühen rein. Und was wir mit dem Rest machen, werde ich mir dann spontan überlegen. Ich habe mir schon das eine oder andere gerade noch im Offscreen vorbereitet, was ich dann mit euch wie immer gemeinsam machen möchte. Was Neues für mich, ja. Neue Geräte habe ich mir ausgeliehen. Zeige ich euch dann aber entweder anschließend oder dann in der nächsten Folge. Ich gehe mal davon aus, nee, wir fahren unten rum, da tun wir uns einfacher. So. Nehmen erstmal das Vorgewinde alles mit auf. So, jetzt haben wir langsam den Schlupf. Ich weiß jetzt nur nicht auf die Schnelle, wie ich diesen Allrad reinkriege oder raus. Ich weiß es nicht. Seht es mir vor oder seht es mir nach, wie ihr wollt. Ja, ich habe ja diese Mod drin, wo das Gewicht tatsächlich simuliert, die es hat. Heißt, wir hätten jetzt ungefähr irgendwo 18 Tonnen drin ungefähr. Ich einfach pauschal, ja, nagel mich immer fest. Muss immer aufpassen, was man sagt. Und weil dann im Kommentar so einiges auftaucht, wo man sich ärgern muss. Der Fan hat tatsächlich zum Kämpfen. So, ich lasse jetzt ein bisschen später runter, damit wir wenigstens diese Steigung noch schaffen. Ja, beim Bauer ist halt immer erst Feierabend, wenn die Arbeit getan ist. Aber wir haben sauber vorgearbeitet, wie ich finde. Hat reibungslos funktioniert. War mal wieder eine gute Folge. So, nehmen wir das Zeug hier auch gleich noch mit. Ja, vielleicht müssen wir da umswitchen auf einen stärkeren in der nächsten Folge. Wenn wir jetzt den Anhänger dann eh leeren, macht es vielleicht Sinn. So, was haben wir denn noch an Licht? Ich weiß, ihr hasst ja immer Nachtfolgen, aber ich komme halt nicht immer drum rum. Batzen noch ein bisschen mit. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast voll. Da lassen wir jetzt mal 5 gerade sein. Wer hat denn die Lampe da hingestellt? Gut, dann fahren wir halt doch oben rein, dann seht ihr auf jeden Fall schon mal, was wir vorhaben.
So, wir haben nämlich eine Fräse uns ausgeliehen. Oh, was ist denn los? Ich brauche hier unbedingt mal noch eine Forsterei, wo hier die Bäume mal wegnimmt. Die Einfahrt, die ist sehr, sehr happig. Und gleich das nächste Hindernis. Da hilft es nicht mal, dass der Ladewagen selber eine Achse hat, wo lenken kann. So. Puh. Problem gemeistert. Ich weiß, grundsätzlich müssten wir kein Gras hier reinbringen, aber ich hatte einfach mal Lust, das auch noch zu erledigen. Es gibt ja noch einige Dinge, die ich noch nicht gemacht habe im LS19 und da gehört unter anderem das hier dazu. So, dann schauen wir mal rein, wie viel das gebracht hat. Ah ja, da sind wir schon voll. Mischration können wir auch noch mal reinpacken. Silage, Weizen, Gerste und die Sauberkeit lässt zu wünschen übrig. So, haben wir da jetzt noch was drin? Tatsächlich, wir haben noch was drin. So, und ich habe mich nämlich darauf vorbereitet. Und das entscheiden wir nämlich jetzt ganz spontan. Wir packen den Anhänger mal kurz beiseite. Denn ihr seht ja rechts oben, das Geld hat ein bisschen abgenommen. Und da wollen wir jetzt langsam aber sicher gegensteuern. So, den parken wir so lange hierher. Gehen kurz nach oben. Zu unserem schönen MB-Truck. Und wir haben hier eine Fräse dran. Ja mal das Licht anmachen. So, dann sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser. Eine Fräse und hinten den Anhänger. Wir wollen unsere Silage mal verkaufen. So, wir fahren aber jetzt am besten mit dem vorne rein. Ein bisschen ablassen, dass ich ja sehe. Ein Riesengerät, diese Fräse. Es hätte mit Sicherheit auch Varianten gegeben, mit einem Vorderband oder ähnliches überzuladen, aber ich wollte es mir diesmal so einfach wie möglich machen und ich hoffe, das passt auch. So, weil wir haben nämlich das Problem, dass wir das Ganze nur so an die BGA liefern können. Mehr schaffen wir in dem Sinn nicht. Das heißt, ich habe nämlich kein, naja, wie soll ich sagen, Rohmaterial, wo ich denen liefern kann. Ich hoffe, das funktioniert. Wir machen da mal einen Anhänger voll. Ausklappen das Ganze. Hat sogar ein Licht. Sehr schön. Dann machen wir die Fräse an. Und hoffen, dass es funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Es sieht gut aus, es lädt auf, es frisst sich rein. Ich hoffe, da können wir gut Geld verdienen damit. Ein
interessant. Der will das jetzt in die Schaufel reinpacken. Wir fahren ihn mal lieber weg. Nicht, dass er das wirklich hier einladen will. Geh weg! So ein Affe. Toll, jetzt muss ich das wieder aufräumen. Aber okay, ich sag mal, zu 80% funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Eigentlich würden noch 5% reinpassen. Ich muss es auf jeden Fall absenken. Ich kann es nämlich nicht mit dem, glaube ich, hier beeinflussen. Okay, wir machen es mal so. Wir lassen es mal so, wie es ist. Koppeln das Ganze ab und fahren mal so zum Händler. Hat man so einen großen Hof, ja, und es reicht halt immer noch nicht aus. So. Auf geht's zur BGA. Und ich hoffe, mein Plan funktioniert. Wie immer, ich sitze hier unvorbereitet. Ihr kennt vermutlich schon die Lösung. Aber ich erhoffe mir jetzt, dass ich das so einschütten kann und dann gegebenenfalls dort mit dem Radlader nochmal einfüllen in die BGA. Hat auf jeden Fall gut zu ziehen, der Kollege. Ja, mehr Licht gibt es halt nicht. BGA leuchtet noch, da muss also noch jemand da sein. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt ist die Frage, wir haben hier auf jeden Fall einen Radlader. Weil ich mit dem hier so nicht hochkomme, richtig? Ich denke mal, da komme ich nicht hoch. Thank you.
aufhören. Hoffen wir mal, dass wir das so einschütten können. Und dann nehmen wir es einfach wieder mit dem Radlader auf. Diese Aktion kann hier nicht durchgeführt werden. Das wäre ärgerlich. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Weil ich dann nicht weiß, wie ich das reinbringen soll. Nee, geht nicht. Ich kann sie auf dem Boden nicht ableeren. Puh. Da können wir nur noch eins testen, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert, dass ich das so rückwärts hochleeren kann. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Nee, geht so nicht. Somit hatte ich einen Plan, der katastrophal über den Haufen geschmissen wird. Puh, was haben wir da noch für eine Möglichkeit? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Bedeutet, wir müssen hier mal ja, sozusagen einen Break machen. Wir haben ja noch andere Dinge zu tun. Dann machen wir noch in dieser Folge unseren Hof sauber, beziehungsweise unseren Kuhstall. Und ich erhoffe mir vielleicht von euch einen Tipp, was ich machen kann, weil sonst habe ich hier einen lebenslangen Vorrat an Silage, was ich wahrscheinlich in der Form nicht mehr benötige. Schön sauber hier durch. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir das echt gut ausgemalt, dass es das Elend noch irgendwie die Kurve kriegt, aber das war wohl nichts. Jetzt ist nur die Frage, Sauberkeit, wie sieht es aus? 27%. Die Frage ist nur, wo ist es dann schmutzig? Kann das irgendwo hier hinten auch schmutzig sein? Weil da komme ich ja nirgends rein. Das bringt ja nichts. Das kann doch eigentlich nur da vorne sein. Naja, aus einer guten Aufnahmesession im letzten Video ist eine chaotische Session mal wieder in diesem Video geworden. Dann muss ich mal schauen, woher der Schmutz dann kommt. In dem Sinn würde ich sagen, ich mache mal hier einen Cut. Ich muss mir erstmal zu helfen wissen. Ich hoffe, ihr habt eine Lösung für mich. Wenn ja, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Und ich würde mich auf jeden Fall über ein Like wie immer freuen. In dem Sinn, habt einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.